Zeit und ich habe heute mal wieder was aus dem IT-Sektor auf dem Tisch, was früher recht verbreitet war und heute irgendwie aus der Mode gekommen ist, obwohl es ein paar Vorteile hatte. Und zwar sowas hier. Ja, das hier ist ein sogenannter Print-Server. Denn früher war es so, Drucker hatten einen Anschluss für einen PC, den sogenannten Parallelport, und das war's. Wenn man jetzt aber mit mehreren Geräten auf einem Drucker arbeiten wollte, dann konnte man entweder auf dem PC, wo es angeschlossen war, das Ding freigeben, oder wenn man dafür keinen PC opfern wollte, hat man so eine Kiste hier geholt. Das ist ein relativ neues Design. Früher waren sie teilweise natürlich noch größer, aber am Ende hat man fast immer das gleiche Konzept. Man hat einen Anschluss, der Richtung Drucker geht, also zum Beispiel hier so ein Centronics-Stecker. Und auf der anderen Seite hat man dann einen Netzwerkanschluss, mit dem man, ja, Überraschung, den Drucker an sein Netzwerk anbinden konnte. Und damit hatten alle PCs die Möglichkeit, über diesen LAN-Port den Drucker anzusteuern. Das Ding braucht natürlich noch ein bisschen Strom, eine Konfiguration und das war's. Das hier ist jetzt, wie gesagt, ein relativ neues Modell für einen Drucker. Es gab da noch größere Boxen, die dann mehrere Drucker zum Beispiel ansteuern konnten, wenn man so einen Druckraum hatte oder sowas. Und so war im Prinzip die Funktion vom Drucker und die Funktion vom Drucker ans Netzwerk anbinden in zwei Geräten aufgeteilt. Fand ich relativ praktisch, weil wenn sich was am Netzwerk ändert oder sowas, dann konnte man nur den hier tauschen, hat den Drucker gelassen. Denn zumindest mal, wenn man von den üblichen Tintenpissern, die so für Privatkunden verkauft werden, mal absehen, dann gibt es durchaus im Industrial-Sektor Drucker oder gab mindestens mal Drucker, die sehr lange gehalten haben. Ich habe hier teilweise noch Laserdrucker stehen, die sind, ich glaube, Anfang der 2000er Jahre, also jetzt über 20 Jahre alt, die drucken noch wie eine 1. Und dadurch, dass ich halt das Netzwerk separat mache, ist es mir auch egal, dass es für den Drucker wahrscheinlich keine Firmware-Updates gibt, weil, naja, der hier filtert oder der hier nicht. Der ist aus dem Schrott. Ich selber mache es über Linux-Rechner, einfach weil die eh in der Ecke stehen und ich jetzt nicht 24/7 den Drucker im Netzwerk erreichbar brauche. Aber wir schweifen ab. Ja, was das Ding macht, wissen wir jetzt ja. Ansonsten, wenn wir von außen gucken, haben wir ein paar LEDs. Ready, Status, LAN. Und auf der Rückseite noch ein paar technische Daten. Wir haben die ganzen Zeichen für die Zertifizierung. Wir haben die Info. Power 7 Volt, DC in halbes Ampere. Die ist ein bisschen unschön, aber ich gehe mal davon aus, hier ist technisch einfach nur ein 5 Volt Linearregler drin. Und man hat sich dann gedacht, okay, wir gehen irgendwie 2 Volt rüber, dann haben wir diese Mindestdifferenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung und so kommen die dann auf 7 Volt. Die meisten Geräte heute haben ja eher 9 Volt oder 12 Volt, allerdings dann auch mit einem Schaltregler dahinter. Modell für die, die hinterher gucken wollen, PS1206P, dürfte schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Und ich würde mal sagen, hier sind ein paar schöne Schrauben. Gucken wir doch mal rein, was wir denn da drin haben und ob wir rauskriegen, was man denn damals so verbaut hat. Wie gesagt, was ich erwarte, ist ein Linearregler wahrscheinlich als Eingang für die Stromversorgung. Irgendein Mikrocontroller, der schon LAN hat, könnte wieder in Richtung von hier diesem, ich blende es euch ein, das Ding, was wir in diesem seriellen USV-Konverter gesehen haben, sowas in die Richtung sein. Und ja, Ethernet Transceiver hinten raus. Und dann war es das soweit. Hier hinten halt noch ein Button für Reset. Aber viel mehr gibt es halt nicht. Gut, schrauben wir mal. Okay, da sind wir. Im Boden ist nichts. Oben ist eine kleine Lightpipe, da wo die LEDs sind. Und dann haben wir hier unser Board. Tatsächlich etwas mehr ICs, als ich vermutet hätte. Aber hey, ich denke, das ist alles soweit nachvollziehbar. Wir haben hier die Magnetics, also diesen Transceiver für den RJ45, den ich gesagt habe. Wir haben hier unseren Prozessor, haben tatsächlich noch einen zusätzlichen IC, müssen wir mal gucken. Und den hier, ich gehe mal davon aus, dass es irgendein Puffer oder ein Parallel auf Seriellwandler für den hier, dass der ganze Parallelport da einfacher gehandhabt werden kann. Was mich ein bisschen wundert tatsächlich, ist die Spule, also vielleicht doch ein Schaltnetzteil. Gucken wir mal auf die Rückseite, was da ist. Oh, noch mehr. Wow, das ist sehr viel mehr Chips als erwartet. Haben nochmal 3 zusätzliche ICs, haben nochmal den Prozessor. Ich würde sagen, wie üblich, ich mache mal ein paar Fotos und dann schauen wir mal, ob wir rauskriegen, was zum Geier hier denn passiert ist.
So, jetzt am PC. Dann können wir nochmal durchgehen. Wir haben hier also den Hauptprozessor. Wir sehen auch keine Beinchen außenrum. Das heißt also wahrscheinlich BGA oder sowas. Also zumindest schon mal etwas Komplexeres. Der hier, hatte ich ja eben schon gesagt, irgendein Speicher. Von den Punkten her wahrscheinlich Flash-Speicher, dass da die Firmware drin ist. Mit so Farbklecksen hat man üblicherweise markiert, ob es richtig programmiert wurde und so weiter. Hier in dem Bereich haben wir dann eine entsprechende Stromversorgung, wahrscheinlich Schaltregler, hier über die Buchse. Dann haben wir hier Ethernet, der kommt hier rein, geht hier in die Magnetics, die ich ja schon angesprochen hatte. Und da hier der Chip in der Nähe ist, würde ich fast sagen, sehen ja schon die Verbindungen, dass das hier irgendeine Art von Ethernet-Controller ist, der dann am Schluss mit dem Prozessor redet. Das Ding hier, irgendwas mit dem Parallelport hier, vielleicht, wie gesagt, parallel auf seriell oder sowas. Und das wäre auch so ziemlich alles gewesen, was ich erwartet hätte. Hier oben eventuell noch irgendein Regler. Aber wir haben halt noch die ganze Rückseite und da ist noch einiges drauf. Hier jetzt spiegelverkehrt, aber wir haben den hier, das wird dann der RAM sein vom Prozessor, aber dann haben wir immer noch 1, 2, 3, 4 Chips. Gehen wir mal durch, was wir denn so an Chips haben und was denn so hier benutzt wird. Ich würde sagen, wir fangen mit den beiden Speichern an, einfach weil die recht schnell abgehandelt sind. Wir haben ja einmal den MX hier, den 2911V irgendwas. Das müsste der hier sein, MXIC Macronics International, ein Single Voltage 3 Volt Only Equal Sector Flash Memory mit 4 Megabit, also 512 Kilobyte sozusagen. Wir können also davon ausgehen, dass die Firmware ungefähr 500 Kilobyte groß ist, mal davon ausgehend, dass sie nicht irgendwie mehrere Speicherbänke haben, um beim Firmware-Update da einen doppelten Schutz zu haben. Ich glaube, das Gerät ist so alt, da gab es das noch nicht wirklich. Und was wir halt sehen, 3,3 Volt, also das Ding kann auf 3,3 Volt laufen, nicht auf 5, wie ich ursprünglich gedacht hatte. Auf der Rückseite der EM636165 ist 1 Mega mal 16 Synchronous DRAM von der Firma eTronTech. Auch hier, wenn wir durchgucken, JEDEC Standard 3,3 Volt plus minus 0,3 Volt Power Supply. Das kommt also auch dann hin. Und 1 Mega mal 16 müssten dann 2 Megabyte RAM sein. Ja, ich sage mal etwa 2 Megabyte RAM. Damit hätten wir die beiden Chips hier dann schon mal abgehandelt. Würde ich sagen, wir gehen mal hier zur CPU weiter. Da sehen wir ein RDC. Wenn wir näher rangehen, R2880-X. X klingt immer gut. Und da gibt es tatsächlich auch von der Firma Sima eine entsprechende Infoseite hier. Der R2886 ist ein High Performance High Integrated Network Processor. Okay, Netzwerk macht Sinn, ne? It includes RDC Proprietary RISC Processor Core. Okay, also es ist ein RISC-Ding, was proprietär ist. Kann man darüber streiten, ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Ich persönlich bin natürlich eher für offene Prozessoren. Prinzipiell die Architektur RISC, das ist Reduced Instruction Set Computing. Das heißt also im Gegensatz zu den CISC-Sachen, wie zum Beispiel die Prozessoren, die wir meistens in PCs oder so verbauen, gibt es hier weniger Operationen, die durchgeführt werden können, weniger Befehle, aber die sind dafür schneller. Braucht man aber entsprechend, wenn man komplexe Aufgaben machen will, mehr Zyklen. Heute ist RISC immer noch recht verbreitet. Zum einen im Mikrocontroller-Sektor. Der RISC-V ist da ein offener Kern. Der wird zum Beispiel bei manchen ESP32-Modellen benutzt. Aber auch an anderer Stelle, denn kennt ihr ARM? Das sind die Prozessoren oder die Logik hinter den Prozessoren, die häufig in Mobiltelefonen, in Tablets und inzwischen auch zum Beispiel in Apple-Geräten, in ich glaube MacBooks verbaut werden und so. ARM steht für Advanced RISC Machines, also auch da RISC-Prozessor dahinter. Das sind natürlich deutlich älter, deutlich ältere Technik. Machen wir mal weiter, DMA-Controller, Direct Memory Access. Das ist gut, wenn man Daten schnell rausschieben will. Ja, kann man für den Drucker brauchen. Timer Watchdog, Timer, man kann was Zeitabstände zählen. Watchdog heißt, dieser Chip kann sich selber überwachen und wenn es irgendeinen Softwarefehler gibt, automatisch neu starten. Ein Interrupt-Controller, 16-Byte FIFO UART, also eine serielle Schnittstelle. SDRAM-Controller, passt, wir hatten ja einen SDRAM. Flash-SRAM-Controller, passt, wir hatten einen Flash.
Wobei, ich glaube, wir hatten einen SRAM, kein SD-RAM, whatever. Ja, GPIO, eine 10-100M MAC, das heißt also 10 oder 100 Megabit Ethernet, manchmal ein Stern dran. Das Ding kann USB 2.0, auch wenn es hierbei nicht benutzt wird. Und auch PCI und Cardbus sind mit dabei. Das heißt also, man hätte theoretisch Erweiterungskarten anbinden können. Wobei durch den RISC-Core, gerade den proprietären, es dann mit den Treibern hässlich geworden wäre. Ansonsten, wenn wir gucken, 150 MHz, das ist also langsamer als die meisten Mikroprozessoren heute. Und auch sonst nichts, was jetzt so heraussticht. Was noch wichtig ist, ich habe ja eben einen Stern dran gemacht an dieses 1000 Mbit Fast Ethernet Mac Ports. Das ist nämlich, wie es aussieht, IEEE 802.3U M2E Interface. Das ist nicht das Ethernet, was wir heute nutzen, sondern das ist so ein Zwischending. Das wird üblicherweise benutzt, um einen Mikrocontroller an einen Switch anzubinden oder sowas innerhalb einer Platine. Das heißt, das Ding hier spricht nicht direkt das Netzwerk, was wir nach draußen sprechen müssen, wenn wir einen normalen RJ45-Port haben wollen. Und das kommt dann ja auch hin, denn wir hatten ja gesehen, hier ist ja noch dieser Ethernet-Controller, der vermutete daneben, der hier, wir sehen können, jede Menge Traces hat, die vom Prozessor kommen und dann ein paar Traces, die Richtung Magnetics gehen, also nach draußen. Und wenig überraschend, wenn wir hier gucken, IC Plus Corp ist ein IP101 Single Port 1000 Fast Ethernet Transceiver. Das Ding hier nimmt also die Daten entgegen über diese Schnittstelle. Hier sehen wir ja auch, der unterstützt M2E, RMII, SNI, was auch immer. Diese ganzen internen Bussysteme und wandelt die dann auf, in Anführungszeichen, echtes Ethernet um. Jo, klingt richtig. Auch der hier, Single 3.3 Volt Power Supply. Das heißt also, auch der gibt sich damit zufrieden, wenn wir dem 3,3 Volt vorsetzen. Und der übersetzt dann Prozessor-Netzwerk, Netzwerk-Prozessor. Das heißt, die Daten wandern hier durch, wandern hier rein, wandern dann hier in die Magnetics. Da habe ich jetzt kein Datenblatt zugefunden, aber im Prinzip sind das nur ein paar Übertrager, die die elektrische Trennung zwischen unserer Logik hier und dem Netzwerkkabel durchführen. Hier sehen wir ja auch schon die Buchse. Das heißt also, die Daten gehen hier durch und dann übers Netzwerk nach draußen oder natürlich dann auch zurück. Gut, was haben wir dann noch? Wir haben den hier, wo ich gesagt habe, wird irgendwas mit der parallelen Port hier zu tun haben. Wenig überraschend hat er das auch und der Name hätte es auch wahrscheinlich schon weggegeben. 1284, IEEE 1284 ist die Spezifikation für den Parallelport. Und das hier ist ein ESD-EMI Termination Network. Das heißt also, der macht die ganze Störfilterung gegen Überspannungen und solche Späße und macht auch Termination. Das hatte man früher häufiger bei parallelen Systemen, dass man einen externen Terminator gebraucht hat. Nein, das sind nicht irgendwelche laufenden Roboter, sondern es ist etwas, was man aufs Ende von diesem Bus draufsetzt, ans Ende vom Kabel sozusagen, was dann die Daten kurz schließt, die Datenleitungen irgendwohin ableitet. Einfach mit dem Hintergedanken, dass da nicht irgendwas an Daten reflektieren kann und wieder zurück übers Kabel dann bei Pegeländerungen da zurückkommt und die Signale wieder stört. Auch in der Ecke haben wir dann noch den hier. Ich konnte nicht wirklich was zuordnen, aber 7805 wären 5 Volt Spannungsregler. Und wir sehen ja auch die Beschriftung hier. OGI, In, Ground, Out. Das kommt auch vom Pinout hin. Also ich würde sehr stark schätzen, dass es irgendein Spannungsregler, ein linearer für 5 Volt. Keine Ahnung, eventuell könnte sein, dass der Parallelport 5 Volt braucht. Lasst mal kurz überlegen. Ach, never mind. Der IEEE, Parallelport-Controller, der braucht 5 Volt. Ich glaube, das geht dann da rein. Das heißt also, der Kram hier 3,3 Volt, der hier 5 Volt. Okay, hier auf der Seite sind wir fertig, würde ich sagen. Gerade nochmal das große Bild holen. Ja, ich denke, hier haben wir alles soweit. Hier oben hatten wir noch einen. Auch hier sehen wir aber Ground, Out. Das ist also wahrscheinlich auch nochmal irgendein Spannungsregler, der irgendeine Spannung für Kleinkram macht. Und ja, wenn wir hier auf die Beschriftung gucken, 95JK, sagt mir so nichts, konnte ich auch nichts finden. Quarz, 25 MHz, ja, üblich. Ich glaube, das müsste sogar irgendwie teilbar mit USB sein. Das würde dann für den Controller hier passen, weil der ja auch USB kann.
Hier an der Seite haben wir noch zwei. Wir haben hier offensichtlich einen Transistor. Zum einen, weil hier steht ein Q1. Das ist schon mal recht klar. Aber auch wenn wir auf die Beschriftung gucken, C, hier unten abgeschnitten B und E, Base Collector Emitter. Ich glaube, das ist definitiv ein BJT. Und der hier neben, U1, 005R. Ich gehe auch wieder hier davon aus, dass das irgendein Linearregler ist. Ist zwar jetzt nicht weiter beschriftet, aber wenn wir hier gucken, wir haben hier einen Pin, der nach unten geht. In der Mitte etwas, was nirgendwo hingeht, also wahrscheinlich ein Via unter dem Chip hat. Und dann haben wir hier den anderen. Das ist eine große Fläche hier, die dann sogar nochmal über einen Kondensator entsprechend weggeleitet wird. Es dürfte irgendein Spannungsregler sein. Ich würde sagen, damit sind wir hier auf der Seite auch durch. Der Rest ist halt ja, eine Strombuchse mit Kondensator dahinter. Wir haben hier nochmal eine Diode, die zu dem Spannungsregler gehört. Chip wird auf der Unterseite dann sein und Reset-Button, ein paar LEDs mit Vorwiderständen. Das wird halt alles am Prozessor hängen und direkt angesteuert. Würde ich sagen, wir wechseln mal auf die Unterseite, jetzt nicht mehr gespiegelt. Okay, den hier hatten wir ja schon, da haben wir ja schon gesehen, das ist unser RAM. Würde ich sagen, wir machen mal hier oben weiter, weil das ja doch ein relativ großer Chip ist, auch wenn man jetzt hier gerade nicht so wirklich die Beschriftung sieht. Kippen wir das ein bisschen mal. AT761FG, gucken wir mal dazu. Und das ist ein Printport-Controller von AME Incorporated. Und, wenig überraschend, it supports the existing Sectronics Printer and IEEE 1284 compatible ports. Das heißt also, der macht dann wirklich hier die Parallelkommunikation und setzt das dann irgendwie wohl auf was anderes um. Lasst mal gucken, steht hier was? Ja, hier sind auch die Infos. Das Ding nutzt 5 Volt. Das Ding hat dann ein Printport-Interface, wo er mit dem Drucker spricht. Das sind die ganzen Sachen. Und nach innen gibt es dann hier für den Mikrocontroller diverse DMA-Leitungen, Adressleitungen und ja, im Prinzip der Mikrocontroller schiebt die Daten hier rein und der Chip kümmert sich dann für die weitere Aufbereitung, sodass der Drucker das auch versteht. Daneben haben wir dann noch den hier, Atmel 93C86A, 93C, auch wieder irgendein Speicher. Wenn wir hier gucken, 93C86ABC, das sind 16 Kilobit Microwire-kompatible Serial EEPROM, also ein EEPROM, in dem Fall hier mit 5 Volt, was mich jetzt ehrlich gesagt wundert. Ich hätte jetzt vermutet, dass das der Konfigurationsspeicher von dem Prozessor ist. Den hätte ich aber eher auf einem Modell, was auch 3,3 Volt hat, erwartet. Aber gut, es sind, wie wir gesehen haben, 16 Kilobit, also 2 Kilobyte. Passt nicht viel rein, aber sind wir mal realistisch. Was gibt es hier bei der Kiste zu konfigurieren am Schluss? Eine IP-Adresse wahrscheinlich und das dürfte ziemlich gewesen sein. Vielleicht ein paar Sachen an- und ausschalten. Mehr ist da halt nicht. Und so ein EEPROM hält üblicherweise mehr Schreibzyklen aus als ein Flash. Zumindest mal damals. Von daher sehr wahrscheinlich, dass das dann für die Konfiguration genutzt wird. Gut, auf der anderen Seite vom Board haben wir noch was. Und zwar dieses Schlachtfeld hier. Ja, wir sehen hier zum einen ein paar Flecken noch. Das ist halt, weil die Powerbuchse wohl nachträglich eingelötet wurde per Hand. Uns interessieren aber die beiden. Ich denke, den rechten, den können wir sehr einfach zuordnen. Na, wer brüllt schon, was das ist? Wir haben hier auf der Seite alle Pins verbunden. Wir haben hier auf der Seite 3 Pins verbunden. Und dann haben wir einen, der hier lose ist. Das ist irgendein MOSFET, der entsprechend dann hier die Powerpins hat, die geschaltet werden, und ein Pin ist das Gate 9435. Wenn wir hier mal gucken, das hier ist zum Beispiel ein 9435er P-Channel Enhancement Mode MOSFET. Überraschung, auf einer Seite ist alles Drain, auf der anderen Seite 3 Pins Source und ein Gate. Ja, ich glaube, das kommt hin. Auch sonst, was haben wir hier, 30 Volt, 5,3 Ampere. Man könnte fast vermuten, da auf der anderen Seite halt, wenn ich richtig tippe, auch die Spule sitzt. Lasst mal gerade gucken. Wo sind wir hier? Hopp. Ja, das ist quasi fast genau unter der Spule. Das wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann der MOSFET sein für die Spannungsversorgung. Und entsprechend würde ich dann sagen, dass das hier unsere Spannungsversorgung ist. Sonst haben wir halt nichts mehr. AP34063. Und das ist ein Universal DC-DC-Converter.
Jo, ich glaube, das kommt hin. Not recommended for new designs, ist klar. Das Gerät ist halt schon was älter, wir haben eben ja die Geschwindigkeiten gesehen. Ansonsten, gerade mal drüber gucken, haben wir hier irgendwelche Datecodes. 07, auch hier 07, also 2007 dürfte hier das Ding hergestellt worden sein. Auch hier unten 706 könnte 2007 sechster Monat sein. Ja, und auch hier die CPU 0735 2007. Also ich würde sagen Ende 2007 hergestellt. Das könnte hinkommen. So Ende der Parallelport-Drucker, noch gerade hier das Produkt rausgehauen. Wahrscheinlich basierend auf was deutlich Älterem. Wie gesagt, ich kenne die Dinger noch deutlich größer und ja. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal hin und gucken mal, ob wir das Ding tatsächlich noch in Betrieb bekommen. Theoretisch spricht ja nichts dagegen. Also ich würde ihn jetzt vielleicht nicht irgendwie ans Internet hängen, aber funktionieren könnte er noch. Wir haben nichts gesehen, was da aussieht, als ob es kaputt ist und auch sonst nichts drauf. Keine Elektrolytkondensatoren oder ähnliches. Ich habe den also hier mal angeklemmt. Man sieht ja zum Glück an der Buchse, das ist Center Positive, so wie sich das auch gehört, auch wenn es jetzt nicht außen drauf steht. Und 7 Volt kriegen wir auch noch irgendwie mit dem Labornetzteil rein. Dummerweise sah das Ganze dann erstmal hier so aus. Ja, kurzes Blinken und dann probiert das wieder neu. Okay, das sieht mir nach zu wenig Strom aus. Und yep, Current Limit von 200 mA ist wohl zu wenig. Dann stellen wir mal ein bisschen hoch in Ampere. Und jo, das sieht jetzt besser aus. Zieht aber auch bei 7 Volt mal eben 180 mA. Und aktuell ist halt noch nichts angeschlossen. Das heißt also, ohne Drucker und ohne Netzwerk, rein Standby, über 1 Watt, das ist eine Hausnummer. Ich habe die dumpfe Befürchtung, das wird nicht besser. Und ja, hab da mal Netzwerk reingesteckt, 240 mA, ja. Sagen wir, wenn wir einen Drucker auch noch dran haben, dann zieht das Ding locker seine 2 Watt. Das will man vielleicht nicht dauerhaft laufen haben. Das sind auch mal eben was 5 Euro Stromkosten im Jahr, nur dafür, dass der Drucker halt im Netzwerk erreichbar ist. Da gibt es inzwischen halt wahrscheinlich deutlich effizientere Möglichkeiten. Aber andererseits, die Dinger hier sind meistens in Büros oder ähnlichen Sachen im Einsatz, wo dann deutlich größere Stromfresser rumstehen, da ist das hier dann eher so der kleine Fisch. Und wenn wir uns jetzt mal den Spaß machen und das Netzwerkkabel uns hier angucken, dann sehen wir erstmal jede Menge Traffic mit dem wunderschönen Präfix IPX. Was? Ja, IPX, das ist ein Netzwerkadressierungsprotokoll. Das war mehr oder weniger so ein Konkurrent zu IP. Das kenne ich noch aus Zeiten von Novell Netware. Die Zeiten waren aber eigentlich 2000, was hatte man gesagt, 6, 7. Da waren die eigentlich schon lange vorbei. Also wundert mich, dass der noch IPX groß spricht. Heute, ich glaube sogar Novell hat es irgendwie deprecated. Also das nutzt, glaube ich, keiner mehr wirklich. Aber wie wir sehen können, der Print-Server spricht es noch. Glücklicherweise, wenn man lange genug wartet, dann meldet er sich auch etwas, was nach IP aussieht. 192.168.2.2 IPv4, yo, das könnte hinkommen, das ist auf jeden Fall nichts von mir. Und dann weisen wir mal diesem wunderschönen Interface hier die IP-Adresse zu. Auf der ENP 0S20F0U6U2U1. Okay, Leute, ernsthaft. Wie auch immer, Ping funktioniert. Machen wir mal ein Nmap drauf. Das ist ein Tool, womit man gucken kann, was da alles offen ist auf dem Ding. Und sagen wir es mal so, das Ding ist nicht schnell. Wir sehen, das blinkt ziemlich und ist, glaube ich, etwas unglücklich. Aber wenn man dann lange genug wartet, dann sehen wir, was hier rauskommt und an offenen Ports da ist, zumindest mal auf der TCP-IP-Seite. Und da hätten wir dann HTTP, es gibt also ein Webinterface. Wir haben 139 NetBIOS, das müsste Windows-Druckerfreigabe sein, 631 IPP, Internet Printing Protocol und 9102 Jet Direct. Das ist einfach Rohdaten. Das Ganze auch Edimax, eigene MAC-Adresse. Ja. Das kommt hin. Und wenn wir schon eine IP haben, die ein Webinterface hat, dann nutzen wir das doch auch mal.
Wir werden hier direkt begrüßt mit einer Passworteingabe. Erst mal schauen. Admin, Admin, nein. Admin, Enter, nein. Admin 1, 2, 3, 4. Web, drei Versuche. Kann ich mitleben. Offensichtlich also nicht ganz so sicher in der Default-Config. Wir sehen auch, das Laden dauert relativ lange. Aber dann sind wir hier auf diesem wunderschönen Web-Interface drauf. Wir können zumindest schon mal sehen, was alles kann. RAW, IPP, LPR, Apple Talk, NetRare, SMB, SNMP und NetBEUI. Offensichtlich USB-Port-Number und LPT-Port-Number. Das gibt es wohl also auch in der USB-Version. Wir haben ja eben schon gesehen, ist, der Controller hat USB, also technisch spricht da nichts dagegen. Druckerstatus, keine Info, ist ja auch kein Drucker dran. Bei modernen Druckern, modernen Anführungszeichen Druckern, würde er entsprechend dann auch das Modell anzeigen, wenn der Drucker das unterstützt. TCP-IP-Status, jo, die IP-Adresse halt mit Subnet, Mask und Gateway, kein IPv6-Support, ja, früher noch nicht so verbreitet. SMB kann man eine Workgroup hinterlegen. SNMP sind einfach nur so grundlegende Metriken, so Zähler oder sowas. Da kann man noch einen Standort und eine Kontaktadresse hinterlegen. NetRare fragt mich nicht, ich habe es nie wirklich konfiguriert. Und Apple Talk ist, glaube ich, heute bei Apple auch rausgeflogen. Das war auch so Auto-Config-Gedönse. Okay, was sagt der Setup Wizard? Was können wir da machen? Wir können den Namen ändern, Passwort ändern, IP-Adresse ändern und anscheinend die ganzen Einstellungen, die wir eben gesehen haben, jetzt hier nur nochmal in editierbar. Okay, plus Safe Settings, was dann wahrscheinlich in den EEPROM reinschreibt. System Tools, gibt es da noch was Interessantes? Ein Factory Set und ein Firmware Upgrade. Good point. Firmware Upgrade. Boah. Können wir mal gucken hier. Gerade nochmal die Modellnummer holen. Wir sind auf der Firmware Version 2.5.21. Edimax hat tatsächlich noch eine Produktseite dafür, auch wenn ein paar Bilder kaputt sind, wie es aussieht. Gucken wir mal in die Spezifikation rein. Wir sehen hier schon Windows 98 und so weiter. CPU, RISC-CPU, jupp, haben wir gesehen. Flash-Speicher 512 Kilobyte. NOR-Flash, jo, kommt auch mit dem hin. 2 MB RAM haben wir eben gesehen. Offensichtlich gibt es das als U-Modell mit USB und P-Modell mit Parallelport. Okay. Dann aber offensichtlich mit unterschiedlichen Boards, weil das Board hier hat halt keinen Platz, wo man einfach USB reinlöten kann. 100 Mbit, eine externe 2 dBi Dipol-Antenne. Ich habe so meine Zweifel, das Ding hier hat kein WLAN. Und das Original anscheinend 7,5 Volt bei 0,5 Ampere. Okay. Schauen wir mal weiter. Downloads, was haben wir denn da noch? Ein Datenblatt, ja, gucken wir da doch noch rein. Und weiter unten gibt es dann auch die Firmware. V32 klingt irgendwie aktuell. Die V2 ist aktueller, keine Ahnung. Das ist halt etwas unschön gemacht hier, dass es zwei Firmware. Es gibt eine V2, die aber vom Datum her neuer ist, gegenüber einer V32, die vom Datum älter ist. Das sind halt so Sachen, die müssten eigentlich nicht sein. CE-Zertifikat im Übrigen auch zum Download. Gut, Datenblatt, was haben wir hier Schönes? Die Modelle, EZ Max, USB 2, Vista und Mac. Okay, ja, ob ich jetzt Windows Vista noch als, egal. Wir sehen nochmal die ganzen Protokolle, die unterstützt werden. Und lest es euch durch, wenn ihr denkt, dass da was Interessantes dabei ist. Aber wir sehen hier halt schon, aus welcher Zeit es stammt. ADSL-Router, PC-Cardbus, 1 GHz-Prozessor, 100 Megabyte Disk-Space. Ist wohl schon was her. Aber hey, machen wir mal hier unser Firmware-Upgrade. Choose File. Und das Einzige, was mir jetzt hier sagt, dass er noch was er machen ist, ist, dass ich sehe, dass der Stromverbrauch hochgegangen ist. Es blinkt halt, aber die Webseite gibt halt keinerlei Rückmeldung. Wobei, ha, streichen wir das. Es gibt eine Rückmeldung und sie tut weh, also mir. Das ist tatsächlich die rohen Daten eines einer HTTP-Antwort, aber die Header im Body drin, was zum Geier ist da passiert? Auch sonst, Schriftart Times New Roman ist schon was her und Datum 21. Dezember 1996. Ja, das heißt also, dieser
Software-Stack, der hier drin zum Einsatz kommt, der ist anscheinend schon ein paar Jährchen älter. Also die 96 ist irgendwo in dem Gerät drin und die wird nicht einfach nur ein random Datum in der Vergangenheit sein. Das wird tatsächlich irgendein Datum sein, wo dieser Stack da erstmalig sich ausgedacht wurde oder so. Also das Ding hat definitiv ein bisschen Geschichte hinter sich. Wir sehen hier auch den Namen Prince Sir Webport. Ich habe nichts dazu gefunden. Es wird halt deren Betriebssystem sein, speziell für die Mikrocontroller. Aber gut, warten wir mal ein bisschen. Und danach sieht das hier so aus. Jetzt sind wir auf der Firmware 3.2.21. Ich sehe sonst keine Änderung, aber die Nummer ist höher und größere Nummern sind immer gut, oder? Irgendwie so. Ja, und das hier ist er jetzt, der wunderschöne Prince-Server. Wie gesagt, heute eigentlich nicht mehr so wirklich benötigt, einfach weil man in fast jedem Druckernetzwerk mit drin hat. Integriertes Netzwerk hat natürlich den wunderschönen Vorteil, dass es alles sehr integriert ist und man viele Funktionen erhält, die man mit einem externen Print-Server gegebenenfalls nicht hat. Gerade bei Multifunktionsgeräten, sowas wie scannen direkt in Netzordner oder sowas, das ist natürlich schon sehr praktisch. Auf der anderen Seite, man ist halt auf Gedeih und Verderb da ausgeliefert. Wenn irgendwie die Software vom Netzwerkmodul Probleme macht, kann man meistens den ganzen Drucker wegwerfen. Obwohl die ganze Mechanik und das Druckwerk gegebenenfalls ja noch ganz funktionieren. Aber genug davon. Heute, wie gesagt, nicht mehr wirklich benötigt. Aber wenn man einen bräuchte, wie wir gesehen haben, der tut immer noch, was er soll.